Und willkommen zurück hier in Skylanders. Wir werden jetzt nochmal weitermachen mit der Story. Wir waren ja in Grillgrund drin. Wir machen gleich mit Grillgrund weiter. Und gehen mal hier zu unserem kleinen Freund. Endlich ein fantastischer Ballon für einen noch fantastischeren Piloten. Boom! Er hat einen Einspritz-Kokogator, einen Vakuum-Plomboton und einen Düsenschubkondensator. Ach ja, ich bin so gut, dass ich es ganz allein geschafft habe und sogar noch Teile übrig sind. Bist du startklar, Chef? Mit dem Ballon zur Bögenburg reisen. Ja. Okay, mal sehen, was das Baby so drauf hat. Oh doch, geht ganz schön ab. Wow, das ist ja ein irrer Wirbelsturm. Er reißt die Burg in Stücke. Der ist ja fast so fantastisch wie ich. Die kleinen Drautypen scheinen die ewige Luftdings gefunden zu haben und wollen ihre Macht jetzt beherrschen. Denke ich. Ui, sieh dir das an. Das nenne ich eine Brücke. Okay, im Moment ist es eigentlich mehr ein Haufen wirbelnder Brocken im Strudel eines Wirbelsturms. Aber hey, du musst nur rauskriegen, wie man sie repariert. Kinderleicht! Jo, dann komm. Gucken wir doch mal, wie wir das repariert bekommen. Da. Ach so, okay. Hier haben wir schon mal eine Schriftrolle. Eine Nachricht von Yugo sagt, vor großen zerstörerischen Wirbelstürmen haben alle Angst, aber kleine, friedlichere sind in den Skylands ganz beliebt. Die Mabu kommen aus allen Himmelsrichtungen, um unerwünschtes Zeug in die Wirbelstürme zu werfen. Müll, Rechnungen und Schafe zum Beispiel. Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir hier ein Tor bauen können mit dem Ausleben des Drumsnatch. Den hatten wir ja auch schon gefunden, aber nein, das war's nicht. Okay, ich erinnere mich aber, dass es hier irgendwo ein Tor gab. Ausleben. Noch ein bisschen Geld. Ah, hier war das. Okay. In dieser Zone sind Skylander des Lebenselements stärker. Wie war das fällig?
aber nochmal hoch. Dann haben wir schon mal eine Kiste. Finde ich nicht so schick. Mich würde noch interessieren, ob ihr möchtet, dass ich Hut aufsetze oder nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Und am besten auch, welchen Hut ihr auf welchem Scanner sehen wollt. In dieser Zone sind Skylander des Magie-Elements stärker. Dann werden wir nochmal tauschen, dann nehmen wir dich weg und setzen dafür Spalbo hin. Leg dich nicht mit dem Drachen an! Yeah. So, mal schön weiterlaufen. Senke die Blitzsäulen, junger Portalmeister. Sie fallen rein zufällig auf richtig. Das ist gut. Käse. Na, jetzt können wir den Käse ansammeln. Stufenaufstieg. Der ist Stufe 2. Bin mir noch gar nicht sicher, was die Stufe. Kopf wird damit aufgebaut, oder was? Den Luft-Skylander, um dieses Tor zu öffnen. Wir brauchen einen Luft-Skylander. Rein zufälligerweise haben wir ja einen Luft-Skylander gefunden letztes Mal. Ja, brauche ich auch nicht aufstehen und den aus dem Regal holen, weil ich habe ihn sowieso schon hier hingestellt. Und dann tauschen wir jetzt von Spyro zu Sonic Boom. Sonic Boom, die Figur, die ich hier stehen habe, ist übrigens aus dem zweiten Teil. Sonic kann einmal so ein Geschrei. Und er kann auch also Eier werfen. Ich habe ihn gestern zurückgesetzt. Er hat 75 Gold. Die habe ich da aufgesammelt. Der einen Zone. Also in dieser Startzone.
denke, das ist noch legitim. Oh, hier haben wir erstmal eine Kiste. In dieser Zone sind Skylander des Luftelements stärker. Aua. Das kann ich. Nein, jetzt bin ich noch gefallen. Die Frage ist ja, warum muss man. Ach, man muss da zur Bombe hin. Man kommt zur Bombe. Ach so, okay, man kommt zur Bombe nur. Ah, ich verstehe. Hier durch. Kürzeren Weg freigeschaltet. Ich kann jetzt mit der Bombe ganz schnell da hinten hin rennen. Was war das denn? Er wirft die einfach nach. Okay. Sehr fällig. Dann werden wir die jetzt einfach gleich mit dem bringen, indem wir da einfach stehen bleiben. Und wir haben es geschafft, zum Geschenk zu kommen. Du hast einen neuen Hut. Zwei Rüstung Tempo. Ah. Man kann das Gesicht gar nicht mehr sehen von ihm. Finde ich jetzt nicht so schön. Hier würden wir einfach nur zurückkommen. Okay. So. Das war's auch mit diesem Teil. In dieser Zone sind Skylander des Magie-Elements stärker. Die Folge wird auch wieder ein bisschen länger werden als die letzte Folge. Da das Level länger ist. Weil das gerade wäre herausfordernd, oder? Können wir mal zwischendurch Herausforderungen machen? Auch nicht jedes zweite Mal, aber nochmal so ab und an mal. Er ist einfach darunter gelaufen. Weil du hast meinen Typen gefressen. Mach ihn kaputt. Das war gut für ihn. Was fällt da immer runter? Ich glaube, das wird einfach. Ja.
dritte Truhe. Der magische Schatz. An der Stelle werden wir nochmal einen zweiten hinstellen. Ich weiß gerade gar nicht, wer am wenigsten Geld mit hat, aber ich glaube der Baum auch. Deswegen nehmen wir kurz den Baum. Jetzt kommt der Meisterzerquetscher. Lol. Da haben wir auch jetzt gleich nochmal zum Baum hingetauscht. Das war eigentlich meine Absicht. Legendärer Schatz gefunden. Immerhin 200 Gold hat jeder bekommen. Ah, der hat aber auch schon 1000. Naja, wusste ich auch nicht. Ja, doch, der Fisch. Ich bin mir nicht sicher. Da oben müssen wir hin, ja. Da ist der erste Teil von dem Kern. Wir werden aber an der Stelle auch jetzt nochmal doch wieder das Biro benutzen. Das Wirbeln lädt richtig auf. Okay. Da Spyro schneller rennen kann und wen brauchen wir dann, um etwas zu bekommen. In dieser Zone sind Skylander des Luftelements stärker. Ja, es ist schön. Aber wie gesagt, Spark kann schneller rennen. Deswegen nehmen wir ihn. Wir wollen nämlich diesen Seelenstein haben, um einen Freund Skylander freizuschalten. Also zumindest für uns eins hier, wie wir das hier schauen und spielen. Nicht. Wow, kann ich die jetzt gar nicht töten? Wir wollten noch anderen Skylander, die anderen Sack drauf haben. Wir wollen die auch gar nicht töten, wir besiegen die. Oh. Das ist schon böse, die Viecher hier. Hier ist der Knopf. Den drücken wir nämlich jetzt. Dann haben wir nur eine gewisse Anzahl von Zeit, um dahin zu rennen. 27 Sekunden. Spyro ist eindeutig viel schneller als er. Ich glaube, jetzt haben wir einen neuen Wasserskylander. Und zwar Danando. Wollen wir uns gleich mal angucken. Ich glaube zumindest, dass er Wasser war. Oder war er Luft? War Luft Skylander war das? Okay, ich wusste es auch noch gar nicht, dass er Luft war. Ich dachte, es wäre ein Wasser Skylander gewesen, aber vielleicht verwechsel ich den auch gerade mit einem anderen. Den habe ich jetzt aber nicht vorbereitet und ich werde den soll nicht holen, den können wir uns zu anderen mal angucken. Ich bin mir jetzt auch gerade gar nicht sicher, ob ich den überhaupt habe. Weil ich anscheinend mit einem Wasserskylander verwechsel. Muss mal schauen. Thank you.
Achso, genau, ich muss ja erstmal die hier skillen. Ganz schön böse heute, der Kiel. Stufenaufstieg. Sehr schön. Mal eben rauf, ob wir alles gefunden haben. Wir haben alles gefunden. Wir haben es jetzt nicht geschafft in der Zeit. Dafür die Griffquelle, die finden wir jetzt. Gut gemacht, junger Portalmeister. Du hast die ewige Luftquelle geborgen und dadurch mich, Ion, in diese Ruine zurückgerufen. An diesem Ort herrscht starke Magie. Mit ihrer Macht verstehen es die ewigen Quellen, sich mit den antiken Maschinen dieser Insel zu verbinden, um den Lichtkern zu schaffen. Sieh nur. Was? Oh, schau, Lord Chaos. Sie haben die ewige Luftquelle gefunden. Ich sehe selbst, dass Sie die ewige Luftquelle gefunden haben, du Idiot. Aber sieh mal, wer bei Ihnen ist. Ion. Aber wie ist das möglich? Er ist explodiert. Kavum. Ende. Aus. Aber sieh ihn dir an. Naja, wenigstens hat er keinen Körper mehr. Richtig. Also hilft ihm offensichtlich jemand. Aber wer? Und was führen Sie im Schilde? Tja, ich bin zwar kein Experte, wie du weißt, aber es muss noch einen Portalmeister geben. Sie stellen wahrscheinlich den Lichtkern wieder her. Was? Das dürfen wir nicht zulassen. Finde die anderen ewigen Quellen. Ist mir egal, wo sie sind. Finde sie! Die ewige Luftquelle wurde in den Kern integriert. Sehr gut gemacht. Ja, wir kommen wirklich gut voran. Aber ich brauche etwas Zeit, um zu planen, wie es ab jetzt weitergeht. Sieh dich doch einfach mal im Hafen um. Eben hörte es sich so an, als ob da ein ziemlicher Radau ist. Ja, und was da am Hafen genau los ist, das erfahren wir im nächsten Part. Und an der Stelle sage ich wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.